Hallo! Ja? Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Fürstenhof komme? Einfach den Weg entlang, dann kommt eine Abzweigung und die dann links. Alles klar, danke. Oh, verdammt. Oh nein, jetzt kriege ich nur noch Idioten. Was? Meinen Sie mich? Nein, oh nein. Ich habe meine Kette verloren, das ist mein Talisman. Gott, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ganz ruhig, ich bin sofort bei Ihnen. Einer Nixe in Not muss man ja schließlich helfen. Sie muss hier irgendwo sein. Wie sieht's denn aus? Klein. Es ist ein Herz drin. Keine Chance, ich sehe vor lauter Schlamm die Hand vor Augen nicht. Und Sie wüssten, wie viel mir die Kette bedeutet. Ist sie das? Ja. Bobby? Ja. Schicksal. Dass Sie so schnell die Kette wieder gefunden haben. Ich war mein Rettungsschwimmer. Wow. Wie heldenhaft, Menschen das Leben zu retten. Ja gut, also alles, was ich bisher aus den Fluten ziehen konnte, war ein alter, schwacher Bernardiner. Ich habe immer davon geträumt, eine so schöne Meerjungfrau wie Sie zu retten. Na dann. Hilfe! Hilfe! Aber Meerjungfrauen sterben doch an Land. Aber nicht, wenn sie sich dazu entschlossen haben, ihr Element zu verlassen. Warum sollten sie das tun? Aus Liebe. Wenn ein Prinz kommt und eine Meerjungfrau rettet, dann kann sie ein Mensch werden. Und woher weiß die Meerjungfrau, ob der Prinz der Richtige ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Aber irgendwie, normalerweise bin ich nicht so. Naja, so oft verlässt eine Meerjungfrau ja auch nicht das Wasser. Das stimmt. Nur einmal. Danach gibt's keinen Weg zurück. Übrigens, es war die Meerjungfrau, die den Prinzen gerettet hat, nicht andersrum. Vielleicht haben sie sich auch gegenseitig gerettet. Ja.
¿Qué quieren? ¿Una inspección? ¿Por qué? ¿Ahora? Sí, sí, gracias. Nos vemos pronto. Ich muss zum Flughafen. Das Geschäftliche ist dringend. Die Wirklichkeit hat uns wieder. Rufst du mich an? Versprichst du das? Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Märchenprinz. Ich bin schon ein paar Tage hier. Wegen der Hochzeit? Auch. Niklas. Oh, Entschuldigung. Du bist ja doch... Wahnsinn. Da muss ich doch. Wenn du es endlich mal schaffst, die Richtige zu finden. Ja, das musst du gerade sagen. Das ist sie übrigens. Das ist meine Richtige, das ist Pauline und das ist Niklas. Hallo. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Hallo. Ich hätte das vor ein paar Wochen gedacht, mein Bruder und meine Schwester zusammen auf meiner Hochzeit. Habt ihr euch nicht erkannt? Das ist kein Wunder, ihr habt euch eine Ewigkeit nicht gesehen. Oh, verrückt. Du, ich freue mich total, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch riesig. Ich habe schon wahnsinnig viel gehört. Psst. Oh je. Keine Sorge, ich habe nicht alles geglaubt. Du warst noch ein Kind, da ist Niklas ins Internat gegangen. Gehen musste. Ja, nach England. Und zur Strafe für meinen Vater hat er sich hartnäckig geweigert, in den Ferien nach Hause zu kommen. Du meine Güte, dann habt ihr wirklich viel nachzuholen. Ja, aber es geht jetzt ja nicht um Sophie und mich, sondern um euch. Du hast recht. Und du bist genau passend für den gemütlichen Teil des Abends gekommen. Los. Freuen, wenn wir uns sehen. Ich weiß nicht, meinetwegen. Niklas? Wann und wo? Später Vormittag. Bei mir in der Wohnung. Okay, bis dann. Ich freue mich. Hey. Darf ich? Klar. Also. Wegen gestern. Ja. Du zuerst.
Unsere Begegnung gestern war irgendwie seltsam. Hm. Ich habe dich immer noch als kleines Mädchen im Kopf gehabt. Also, warum hast du mich nicht erkannt? Habe ich mich so verändert? Der Tsunami. Dann lag ich im Krankenhaus und dann habe ich einfach mein Gedächtnis verloren. Sonst wäre es nie so weit gekommen. Eigentlich ist ja auch nichts passiert. Ich meine, ich bin einer tollen Frau begegnet, bin einem tollen Mann. Das ist alles. Ja, das ist alles. Vergessen wir es am besten einfach. Ja. Setzen wir uns. Natürlich kann man den Kontakt ganz abbrechen. Dann würde man aber nur sein Leben nach den Leuten richten, vor denen man davonläuft. Da ist was dran. Friedrich hat mich 10 Jahre nicht gesehen. Und trotzdem hat er mir ohne zu zögern seine Hilfe angeboten. Keine Vorwürfe. Ich glaube, der einzige Weg, um Frieden zu finden, ist zu verzeihen. Ich ärgere mich, dass ich so unsouverän reagiert habe. Bei Eltern wird man einfach immer wieder zum Kind. Das ist einfach so. Fällt dir der Umgang mit Vater leicht? Nein, aber wir haben so unsere Basis gefunden. Wahrscheinlich kannst du die Vergangenheit einfach besser wegstecken als ich. Vielleicht. Ich war gestern übrigens nicht ganz ehrlich zu dir. Die Begegnung am See hat mir natürlich was bedeutet. Bis gestern Abend dachte ich, dass ich meine Traumfrau getroffen hätte mit dir, mit der ich mein Leben verbringen will. Ja, jetzt bist du meine Schwester. Was ist gerade passiert? Ich habe die Liebe meines Lebens wieder getroffen. Freue mich ein Ast. Dann kommt mein Bruder mit seiner Süßen. Ich sehe die zum ersten Mal, alles toll. Plötzlich sagt er, dass sie meine Schwester sei. Ist das krass? Das ist krass, das muss ich erstmal verdauen. Ist ja wirklich jetzt die heute. Du bist schon ewig da, für mein Gefühl. Ewig. Ist mein erster Drehtag. Das erste Mal gesehen habe ich dich in der Maske. Ja, ganz kurz. Ich war ja nicht da und sie war dann besetzt und dann war sie schon. Ich habe schon sehnsüchtig auf ihn gewartet, weil ich musste schon drehen. Nee, du hattest gerade Maskenprobe und so weiter und ich bin nur ganz kurz so, hallo Jan, will nicht stören, sorry, tschüss. So. Das war unsere erste Begegnung, also total unromantisch. Jetzt habe ich gerade vergessen. Ja, und du? Fragt sie. Auch. Oder auch, genau. Und ich fange an, irgendwas zu stottern. Kannst du schon rein? Ja, wir stottern nicht so hey, viel. Ja. Also. Aber nein. Es ist wirklich so, es kennen sich alle schon ewig und sind alle sehr nett. Und sehr locker, sehr entspannt, irgendwie lustig. Ja, man darf nicht zu viel mitalbern. Genau, weil wir müssen ja am Anfang auch gerade ein bisschen aufgeregt, ist alles neu. Wir müssen uns erstmal finden in der Rolle miteinander und so. Wenn man zu viel mitalbert und ich neige dazu. Danke. Du kriegst einen am Deckel. Ja, genau. Ja. Ich freue mich, mit der Jenny spielen zu können, aber in der Geschichte ist das ja der Horror. Das wird lustig, sage ich euch.